Vers 29 prakriter guna samudha sajante guna karmasu tanakritna vidho Mandan kritsna vinna vichalayet prakrite der materiellen Natur guna durch die Erscheinungsweisen samudha getäuscht durch materielle Identifizierung sajante Sie werden beschäftigt. Guna karma su. In materiellen Tätigkeiten. Tan jene, Akritsnavidha. Menschen mit geringem Wissen. Mandan. Träge im Verstehen von Selbstverwirklichung. Kritsnavid. Jemand, der tatsächliches Wissen besitzt. Na, nicht. Vichalayed. Sollte versuchen, in Verwirrung zu bringen. Verwirrt durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, gehen die Unwissenden ausschließlich materiellen Tätigkeiten nach und entwickeln Anhaftung. Aufgrund ihres Mangels an Wissen sind alle diese Pflichten, die sie ausführen, von niederer Natur, aber der Weise sollte sie trotzdem nicht in Verwirrung bringen. Erläuterung. Menschen, die von Unwissenheit verblendet sind, richten ihr Bewusstsein fälschlicherweise auf die grobstoffliche Materie und identifizieren sich mit den verschiedensten materiellen Bezeichnungen. Der Körper ist eine Gabe der materiellen Natur und jemand, der zu sehr dem körperlichen Bewusstsein verhaftet ist, wird als Manda bezeichnet. Jemand, der träge ist und sich nicht bemüht, die spirituelle Seele zu verstehen. Unwissende Menschen halten den Körper für das Selbst. Sie halten körperliche Verbindungen mit anderen für Verwandtschaft. Das Land, in dem der Körper geboren wurde, wird verehrt. Und die formellen religiösen Rituale werden als Selbstzweck betrachtet. Diejenigen, die mit solchen materiellen Bezeichnungen behaftet sind, Neigen manchmal zu Sozialarbeit, Nationalismus und Altruismus. Weil sie unter dem Bann solcher Bezeichnungen stehen, sind sie immer nur auf der materiellen Ebene tätig. Für sie ist spirituelle Verwirklichung Einbildung. Und daher sind sie nicht daran interessiert. Diejenigen jedoch, die im spirituellen Leben erleuchtet sind, sollten nicht versuchen, solche ins materielle Dasein vertieften Menschen unnötig zu reizen. Für sie ist es besser, in aller Stille den eigenen spirituellen Tätigkeiten nachzugehen. Die verwirrten Materialisten können darin geschult werden, grundlegende Moralprinzipien wie Gewaltlosigkeit zu befolgen und ähnliche materielle Tugenden zu entwickeln. Unwissende Menschen können Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein nicht wertschätzen. Und daher rät uns Sri Krishna, sie nicht zu stören, um so keine kostbare Zeit zu verschwenden. Aber die Gewalten des Herrn sind gütiger als der Herr selbst, weil sie die Absicht des Herrn verstehen. Folglich nehmen sie alle möglichen Wagnisse auf sich und gehen sogar so weit, dass sie unwissende Menschen ansprechen, um zu versuchen, sie in den Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins zu beschäftigen, die für den Menschen absolut notwendig sind.